Die Dienerin der Natur ist bereit. Fragt nur. Ich warte. Nun gut. Tja, da wir bei den beiden... leider nicht so kämpfen können wie bei den ersten beiden, dass wir sie totleben konnten. Ja? Die Augen. Die euch zu müssen wir ein bisschen. Oh, ich zeig euch einen richtigen. Ich war schon erledigt. Oh, müssen wir so vorgehen? Ja. Vita, Mortis, ich helfe, wo immer Vita, ich kann. Mortis, Vita, Mortis, ich bin bereit. Vita, Mortis, Vita, Mortis. So. Quick Save. Spieleinstellungen auf normal. Auf leicht. Und Level-Ups machen. Stufenaufstieg. Eine zusätzliche Waffenfertigkeit. 2 Trefferpunkte, ein Sagenkunde. Ha. Nehmen wir wieder mit 2 Waffen. Teva herbeirufen. Energieklingen, alle Schulen. Energieklingen, sie haben die Form von Scheibenmaßrennen Energie, die man werfen kann. Sie geben mir ja besondere Scheibenspunkte sowie durch Fernkampf. Massenerweckung. Nö, nehmen wir auch bei Deva herbei zaubern. So, und Erwe kriegt einen Stufenaufstieg, eine zusätzliche Waffenfähigkeit. Schleuder hat sie schon. Flegelkeule, Kriegshammer. Dann kriegt sie Flegel. Attribute. Wer mag ich diese Fähigkeit will, kann er zusätzlichen Zauber des 8. Grades wirken. Einverstanden. Ja, das war der Stufenaufstieg als Kleriker. Als nächstes kommt er als Magier. Ja. Hier ist alles gut. 6. Stufe kriegt sie. Strahl des Ruhms. Klingenbarriere. Aufgehende Sonne. Ne, falscher Sonnenaufgang klingt nicht schlecht. Und Stufe 8 kann sie noch nicht mal einen Zauber, deswegen müssen wir da noch warten. Weil dann kann sie auch endlich Symbol tot. Oder die abscheuliche Austrocknung. Oder den Zauberauslöser, was ich besser finden würde. So. Das wieder erhöhen. Quick Save machen. Wenn ihr es wollt. Immun. Die Edelsteintasche. Weil das geht so schneller. Quick Save. Was kann ich tun? Ja, natürlich. Auf meiner Klinge steht euer Name. Auf meiner Klinge steht euer Name. Zu sich. Okay, Skelette. Eure Stadt.
Talos-Kleriker. Eure Stunde wird noch kommen. Wenn es das ist, was ihr wollt. Talos-Priester tragen viele Heiltränke bei sich rum. Auch gut. Trägt er da auch und ein Schwert. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ja, von hier aus kann ich in den Mürwald und in die wandernden Berge. Oder zur Festung, ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, jetzt sind wir einmal hier herumgewandert. Das ist wieder ein Zweihänder. Die ging an die falsche Person. Und da ist der Behälter voll. Ja, ich habe den Haufen Unsichtbarkeitstränke, die ich mal verkaufen könnte. Was ist das nochmal hier? Trank der Einsicht. Einer jedenfalls. Und das ist Trank der Lebenskraft. Davon habe ich keine hier drin. Okay. Wahrnehmungstrank, Trank der Steinform. Hast du nicht welche? Nein, das sind Abwehrtränke. Okay. Feuerriesenstärke-Tränke haben wir sehr viele. Trank der Einsicht, Trank der Steinform, Trank der Geschütztheit. Gib mir mal die Feuerode im Trank wieder. So. Ich war keine große Herausforderung. Die wachende Festung lasse ich noch eine Weile aus. Das Armeelager ebenso. Ich gehe lieber erstmal in den Mürwald zum Tempel. Und es ist dunkel und gruselig. Nun gut. Halt! Geht nicht weiter. Ich möchte mit euch sprechen, mein Schützling. Wo kommt denn Gorion her? Gorion? Ja, ich bin es, Gorion. Habt ihr vergessen, was ich euch alles gelehrt habe? Zu was ich euch gemacht habe? Habt ihr mich vergessen? Was meint ihr damit? Was habe ich getan? Ich habe euch in keinster Weise vergessen. Ihr bedeutet begeisterter Mann verschwindet. Wie könnt ihr hier sein? Ich glaube, das heißt nicht. Ich habe euch in keinster Weise vergessen. Ich habe versucht, euch vor eurem Schicksal zu bewahren. Ich habe versucht, aus euch einen Kämpfer für das Gute zu machen. Und was habt ihr getan? Ihr schlagt eine Schneise aus Blut und Mord durch die Reiche, wo auch immer ihr seid. Eigentlich nicht. Ihr seid in der Enttäuschung. Ihr hättet so viel mehr sein können und sollen, Talisa. Ihr solltet es zu Größerem bringen, doch schlussendlich habt ihr sogar mich ermordet. Warum sagt ihr solche Dinge? Ich habe euch doch nicht ermordet. Sarivok hat euch ermordet, nicht ich. Ich habe getan, was notwendig war, um ohne eure Hilfe zu überleben. Gorion würde niemals derartige Dinge sagen. Ihr seid nicht Gorion. Ihr wagt es, zu viel anzunehmen. Ihr ignoriert die Wahrheit, aber man wird euch dazu zwingen, sie zu akzeptieren. Ich habe euch gerettet. Ich habe euch vor jenen versteckt, die euch jagten. Ich habe euch gelehrt und euch ermöglicht, zu dem zu werden, was ihr seid.
Ich bin für euch gestorben. Ja. Und ihr habt mich enttäuscht. Ihr seid gescheitert und habt alles verraten, was ihr hättet sein können. Deswegen seid ihr an meinem Tod schuld. Und die Mohren, meine zweite Hoffnung, ihr habt sie zu einer Gefährdung eures Versagens gemacht. All ihr Potenzial vergeudet. Ihr beide widert mich an. Nein, nein, Gorion, sagt so etwas nicht. Bitte. Was ist aus euch geworden, mein Schützling? Was habt ihr getan? So viele tote Körper liegen entlang eures Pfades. So viel Leid und so viel Zerstörung habt ihr verursacht. Warum? Warum? Aber ich habe auch viel Gutes getan. Ich will Macht und ich habe Macht. Ich muss mich niemandem gegenüber rechtfertigen. Ich habe immer nur Dank getötet, wer es nötig war, um mich oder andere zu verteidigen. Ich lasse mich nicht von euch richten, Gorion. Nein, Gorion würde so etwas niemals sagen. Nie. Ich habe viel Gutes getan. Dann wisst ihr nichts über euch selbst. Ihr habt noch gar nichts gelernt. Ihr werdet immer mehr zum Sklaven eures Blutes. Ihr werdet alle ermorden, die ihr liebt, und als Monster sterben. Ich werde das nicht zulassen. Wie viele müssen noch durch eure Hand Not erleiden, bevor ihr erkennt, dass ich recht habe? Wie viele müssen noch sterben? Aus den Reihen eurer ehemaligen Gefährten? Wie viele sind da wegen euch gestorben? Zwei. Ich werde nicht gestatten, dass ihr derjenige seid, der die Prophezeiung erfüllt. Ich werde es nicht gestatten. Und wenn ich dafür sorgen muss, dass ihr sterbt. Ihr werdet nicht derjenige sein, der die Prophezeiung erfüllt, mein Schützling. Kniet vor mir nieder und verabschiedet euch von eurem Leben. Nein, ihr existiert nur in meinem Kopf. Ich kann das spüren. Das ist nur eine Lüge. Ah, eure Macht ist zu groß. Verschlagenes Gottkind. Es wird mir eine Freude sein, mich an eurer Seele zu laben. Ja, ich tu dir weh, wenn es sein muss. Eure Schade wird noch kommen. Das ist weniger gut. Ja, verstanden. Nö. Ich sag's mal so. Keine große Herausforderung. Böse Scheiße, die da abgeht. Ja? Ja? Schutz vor dem Bösen. Du kannst die Verteidigungskoordination anmachen. Du hast sie nicht, oder? Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Dann das hier an. Was kann ich tun? Ja, Hira, du hast Schutz vor Lebenskraftentzug, gell? So, dann machen wir das Ganze noch einmal. Halt! Ja, ich bin es, Gorion. Habt ihr vergessen, was ich habe? Ich habe euch nicht vergessen. Sarah, wo konnte ich aber heute nicht? Ich lüge, ihr wollt die Wahrheit nicht erkennen, aber ihr werdet sie noch erkennen müssen. Was habt ihr getan? Ihr schlagt eine Schneise auf. Ich habe euch gerettet. Ja, ja, das kennen wir alles. Ich habe euch vor jenen versteckt, die euch jagten. Ich habe euch gelehrt und euch ermöglicht, zu dem zu werden, was ihr seid. Wie viele... Ich werde nicht gestatten, dass ihr derjenige seid, der die Prophezeiung erfüllt. Ihr werdet nicht derjenige... Eure Macht ist zu groß. Es ist der Tod. Muss wohl was anderes. Muss wohl... Muss wohl was anderes ausprobieren. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung. Klappt nicht so wirklich. Aber ich würde auch mal sagen, an der Stelle, da ich heute nur eine Stunde aufnehmen kann, weil ich nur für eine Stunde Zeit habe, die andere halbe Stunde werde ich dann morgen oder übermorgen aufnehmen.
Also macht euch keine Sorgen, es kommen regulär die 6 Folgen, wie immer. Je nachdem, wenn ich nicht mal wieder drauf vergesse, sie öffentlich zu schalten. Aber ich mache hier jetzt erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.